Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Telonym beantworten oder Tells beantworten, ne? Ich beantworte mal wieder meine Telonyms. Genau wie in der letzten Folge. Fünf Stück. Nicht mehr, nicht weniger. Dafür natürlich, wie immer, oder wie beim letzten Mal auch, mit Screenshots. Also nichts mehr mit Handy. Nichts mehr mit Handy. Sondern, ja. So, und deshalb kommen wir zur ersten Frage. Beantwortest du alle deine DMs auf Instagram? Nein. Warum? Ganz einfach. Also ich gucke sie mir ab und zu durch. Ich beantworte tatsächlich nur DMs, wo normale Begrüßungen dastehen. Also anders als bei den meisten Frauen sozusagen. Antworte ich, wenn er mal... Nur, wenn man mir auf Instagram Hey schreibt, Hey, Hallo oder was auch immer, so, also normale Begrüßungen. Das liegt daran, dass ich auf Instagram eigentlich die meiste Zeit eigentlich nur Anfragen von irgendwelchen Bots bekomme, die mir, oder von irgendwelchen Accounts, die mir irgendwelche Werbungen andrehen wollen oder sonst irgendwas. Oder 18 plus Inhalte. Oder ich werde von solchen Bots in Gruppen hinzugefügt oder sonst irgendwas. Darauf antworte ich einfach nicht. Da ich halt natürlich die meiste Zeit nur solche Anfragen bekomme, schreibe ich oder antworte ich eigentlich fast dort nie. Ich meine, man kann es versuchen, denn zwar sagt, unterstrich offiziell, ist jedoch, sagen wir es mal ganz ehrlich, ziemlich unmöglich, mir dort zu schreiben. Einfach aus dem Grund, weil, ja, bedankt euch bei den Bots. So, nächste Frage. Was ist heute alles so passiert bei dir? So, und dafür hole ich jetzt übrigens mein Handy. Warum muss ich nämlich, ich muss es nämlich aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Ja, super. Ich war nämlich heute im Wald. Im Wald. Und dann ist es so, dass es angefangen hat zu gewittern. Und ich bin dann ganz schnell nach Hause gerannt. Ich hätte das Video pausieren können. Ist ja ein Video. Ich habe mir das bloß aufgeschrieben, warum. Am Talk am Freitag erzähle ich es nochmal. Ja. Und ich habe jetzt gesagt, ja, ich muss Listen machen, dass ich es nicht vergesse. So. Nächste Frage. Was ist das Letzte, das dir jemand geschrieben hat? Ja. Muss ich kurz nachgucken. Nice. Das letzte, was mir jemand geschrieben hat, war nice. So, nächste Frage. Hat jemand gerade Gefühle für dich? Das ist wieder so eine Frage, mit der man mich ziemlich triggern kann. Nein. Und ich bin auch ganz ehrlich, das wird sich wahrscheinlich auch nicht wirklich ändern. Nee. Tja, so ist es halt. Also, ich glaube nicht, dass jemand für mich gefühlt hat. Nee. Scheint mir zumindest nicht so. Tja. So, auf jeden Fall. Letzte Frage. Was ist deine Meinung zu Leuten, die kiffen und dann Auto fahren?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Bin ich ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht unbedingt. Nee. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen soll, dann lasst ein Like da. Und ja, also dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ist gut, das ist gut für den Algorithmus, denn dann wird dieses Video auch Leuten vorgeschlagen und das ist dann, ja, er vergrößert meine Reichweite. Abonnieren eher, nee, bin ich ganz ehrlich, wie gesagt, nee. Wichtiger ist eher, wenn liken und kommentieren. Ist besser für den Algorithmus, weil abonnieren, wenn am Ende alle abonnieren, aber sich nie meine Videos angucken, was passiert dann? Das da. Ja. Dann werden meine Videos nicht vorgeschlagen und die Leute gucken es halt auch nicht. Also die inaktiven Abonnenten gucken es nicht an und und anderen Leuten wird es nicht vorgeschlagen. Dann sagen andere Leute, ja, das juckt hier keinen. Naja. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge. Ich werde natürlich erstmal wieder warten müssen, bis ich neue Fragen bekomme. Das geht ja nicht von automatisch, ne? Naja, doch eigentlich ja schon, aber ich muss trotzdem halt warten. Deshalb natürlich pro Woche ein Video und auch das Hochladedatum ist tatsächlich anders da. Also es hat keinen bestimmten Tag, an dem es hochgeladen wird, weil, ja. Das wird jetzt heute hochgeladen am 1.5.2023, weil ich habe heute reingeguckt und gesehen, oh, ich habe genug Fragen. Ich hatte eigentlich sogar noch mehr Fragen. Also ich habe eigentlich sogar 6, hätte ich eigentlich. Aber ich mache nur 5. So, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was ich mache. Aber auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal.